Der Film, den Sie gerade gesehen haben, erzählt eine wahre Begebenheit, die sich in Afrika während der Dürre 1984 abgespielt hat. Die Produzenten möchten erklären, dass während der Dreharbeiten zu diesem Film nicht ein einziges Tier misshandelt wurde. Nach Beendigung des Films wurden die Affen in ihre natürliche Umgebung zurückgebracht. Die Affen wurden unter Aufsicht des Ministeriums für Naturschutz und Tourismus in Kenia in den Gebieten eingefangen, in denen sie eine Gefährdung für die einheimische Bevölkerung waren. Er kann einen einzelnen menschlichen Blutstropfen kilometerweit riechen. Seine Zähne sind schärfer als das Skalpell eines Chirurgen. Es gibt keine Erklärung dafür, wann und warum er angreift. Die natürliche Furcht vor dem größten der Haifische, dem weißen Hai, schlummert in Menschen aller Erdteile. Und diese Angst bekommt mit jeder weiteren Attacke neue Nahrung. Angriffe von Haifischen sind kein Seemannsgarn. Ein Hai griff einen Surfer auf seinem Brett an. In einer einzigen Frühjahrssaison in Florida wurden 19 Haifischattacken registriert. Und nun kommt der größte der Riesen, der weiße Hai aus Hollywood, exklusiv zu RTL+. Mit Lorraine Gary, Michael Caine, Mario van Peebles, Lance Guest und Karen Young. Die Schauspieler arbeiteten meistens mit einer Gänsehaut, denn auch sie haben eine natürliche Angst vor den Bestien. Michael Caine erklärt, dass dieses Monster Realität sei. Im Gegensatz zu Frankenstein und seinen Genossen gebe es Haie schließlich tatsächlich. Mario van Peebles hat eine Faszination mit Tieren, die Menschen verspeisen können. Lance Guest hebt hervor, dass Haie keine natürlichen Feinde haben. Und schon gar nicht weiße Haie. Der weiße Hai, die Abrechnung, ist eine groß angelegte Hollywood-Produktion, die dem Monster von der amerikanischen Ostküste in die kristallklaren Gewässer der Bahamas folgt. Und von da an in das Special Effects Wasserbecken der Universal Studios von Hollywood. Lorraine Gary verkörpert wieder die Rolle der Ellen Brody, einer Frau, die ihre Erfahrungen mit der Bestie bereits auf der Insel Amity gemacht hat. Und nun gibt es ein neues Zusammentreffen. Ellen, so erklärt Lorraine, hat die panische Angst vor den Tieren von ihrem Mann Martin geerbt. Martin Brody wurde in den früheren Folgen der Serie von Roy Scheider gespielt. Der Film führt uns von der Nordküste der USA nach Nassau. Hier will sich Ellen zusammen mit ihrem Sohn Michael und seiner Familie ausruhen, um die Tragödie von Amity zu vergessen. Unterwegs treffen sie den Abenteurer und Piloten Hoagie Newcomb, gespielt von Michael Caine. Oh, that's easy. You go like this and the houses get bigger. Then you go like this and the houses get bigger. He's a sort of stock Hollywood character, which I've Caine erklärt über den Mann, den er verkörpert, er sei kein Haifischjäger, sondern ein Pilot. Hoagie sei ein Typ, wie er ihn nur selten gespielt hätte. Ein echter, glaubhafter Typ. Ein alter Besserwisser. Es sei notwendig, glaubhafte, lebensechte Leute in einem Film wie diesem zu haben, um dem Terror ein echtes Gesicht zu geben. Mario van Peebles spielt Jake, einen Meeresbiologen, der mit seinen Kollegen Untersuchungen unter Wasser anstellt. Doch dort lauert dem Team von Wissenschaftlern eine unangenehme Überraschung auf. We got a big fish down here, man. Oh yeah? How big? Die Filmarbeit unter Wasser stellte besondere Anforderungen. Neben dem Kameramann gab es selbst dort einen Maskenbildner und Assistenten, die alle im Taucheranzug arbeiteten. Alle Regieanweisungen mussten per Zeichensprache gemacht werden. Wenn diese einmal gelernt sei, erklärt Mario, wäre der Rest der Arbeit nicht ganz so schwierig. Die Überwasseraufnahmen stellten ihre eigenen Probleme. Die schwierigste von allen Szenen war eine große Haiattacke, bei der mehrere Schnellboote, Hunderte von Statisten und ein Hai koordiniert werden mussten. Na
Nachdem die Angstszenen am Strand abgedreht waren, erklärte Regisseur Joseph Sargent die Strategie der Attacke. A diagonal, trying to catch it. The banana boat makes a turn, and it sees the shark finally, but it's too late and hits the banana pot. Dann gab es eine Überraschung für den Regisseur und sein Team. Niemand hatte damit gerechnet, dass die Kinder bei den Aufnahmen tatsächlich Angst bekämen. Die Angst ist Realität. Die Konfrontation ist unvermeidlich. Der Weiße Hai kommt zur Abrechnung. Am Donnerstag, 22.10 Uhr bei RTL Plus. Im Keller des Berliner Bezirksamt Mitte taucht ein dunkles Kapitel DDR-Geschichte auf. Akten beweisen, dass die DDR unliebsamen Eltern die Kinder weggenommen hat. Sie wurden zur Adoption freigegeben. Ein Fall von Staatskidnapping. RTL aktuell. Bis gleich. Mit mehr als 5250 Umdrehungen pro Minute. Mann, ist das ein Typ. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Will so bleiben, wie ich bin. Du darfst hat alles, was mir schmeckt. Du darfst. Ich hab du darfst für mich entdeckt. Du darfst. Meine Art zu leben. Asiens. Eine Stadt wie keine andere auf der Welt. Cathay Pacific fliegt sie täglich nonstop hin. Also, wenn Ihnen Zitronen zu groß und zu schwer zu lutschen sind, tja, dann nehmen Sie doch einfach dieses praktische Format. Sula-Bonbons. Schmecken ohne Zucker. Weitersagen. Entdecken Sie Gesichtspflege pure, rein wie ein Feuchtigkeitsquell. Neu, Hydrogel von Oil of Olas. Ohne Parfum, ohne Farbstoffe und ohne Fett. Kristallklar, prallvoll purer Feuchtigkeitsfluids für das junge Gesicht Ihrer Haut. Neu, Hydrogel von Oil of Olas. Now here's a hot shot single from Great White, LA based. Call it Rock. Well, gonna fly now. See you tonight. Das Fahrzeug der Zukunft hat einen CW-Wert von 0,2 und fährt 280. Völlig schadstofffrei. Es hat serienmäßig Allrad, ABS, Antischlupf, Bordcomputer und Klimaanlage. Außerdem getönte Scheiben, Telefon, Telefax, Stereo, Video, Liegesitze vorne und hinten. Und Rallye-Streifen. Der neue Intercity Express. Testen Sie ihn doch mal. Unternehmen Zukunft. Deutsche Bundesbahn. Woran liegt es, dass Little Joe und kleine blaue Wolke mal nicht nach Gummibärchen jagen? Das bleibt das sahnige Geheimnis von Philadelphia mit Birne. Der neue Opel Omega Caravan 24V. Mit seinem DSA-Sicherheitsfahrwerk fährt er praktisch wie auf Schienen.
und mit seinem 3 Liter Dual Ram 6-Zylinder Triebwerk ist er jetzt noch etwas zügiger unterwegs. Der neue Opel Omega. Technik, die begeistert. RTL aktuell, die Spätausgabe. Guten Abend. Nun ist es raus. Die Bundeswehr wird nur 299 ihrer 688 Standorte im vollen Umfang behalten. 213 Garnisonen werden ganz aufgegeben. Weitere schrumpfen auf die Hälfte oder auf ein Viertel. Morgen wollte Bundesverteidigungsminister Gerhard Stoltenberg die Namen nennen, aber die deutsche Presseagentur war heute schneller. Gestrichen werden in Schleswig-Holstein 22 Standorte, in Niedersachsen 38, in Nordrhein-Westfalen 33, in Rheinland-Pfalz 30, in Hessen 18, im Saarland die Garnison St. Ingbert, in Baden-Württemberg 40 Standorte und in Bayern 31. Die Bundeswehr soll bis 1994 kräftig abspecken, von einer Truppenstärke von bisher 500.000 auf 370.000 Mann. In Berlin sind heute Akten aufgetaucht, Zeugnisse eines dunklen Kapitels der DDR-Geschichte. Der Staat hatte unbequemen Eltern die Kinder weggenommen und zur Zwangsadoption freigegeben. Peter Kleim über das staatliche Kidnapping. Hier im Keller des Bezirksamt Mitte war man auf die Akten gestoßen. Sie belegen zweifelsfrei, in mindestens 4 Fällen hatte der SED-Staat politisch unwilligen Eltern die Kinder weggenommen und sie linientreuen Genossen übergeben. Die leiblichen Eltern waren zumeist wegen Republikflucht verurteilt worden. Jetzt steht endlich fest, was lange schon vermutet worden ist. Und wir haben es schwarz auf weiß durch diese Aktenfunde. Der Staat DDR hat sich regelrecht als Kidnapper betätigt. Politisch verantwortlich für die Kindsentführungen war das Ministerium für Volksbildung. Die Ministerin hieß Margot Honecker. Ihr Staatssekretär hatte sogar persönlich verboten, die Briefe einer flehenden Mutter zu beantworten. Die Frau landete in einer Nervenklinik. Zwangsadoptionen können nach dem Einigungsvertrag nur noch bis zum 2. Oktober rückgängig gemacht werden. Betroffene Eltern haben sich bislang noch nicht gemeldet. 12 Monate wollen die Bundesanwälte die RAF-Aussteigerin Susanne Albrecht hinter Gitter schicken. Im Stammheimer Terroristenprozess hatten die Staatsvertreter Mitleid mit der Angeklagten, die als eine der ersten aus der Terrorszene ausgestiegen war. Außerdem würdigten die Ankläger das umfassende Geständnis als mildernden Umstand. Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer ist in diesem Jahr dramatisch angestiegen. Bis Ende April haben sich mehr als 80.000 gemeldet, mehr als im ganzen vergangenen Jahr. Vor allem der Golfkrieg ist verantwortlich für diese Entwicklung. Die Witwe des ermordeten indischen Ex-Premiers Rajiv Gandhi, die gebürtige Italienerin Sonja, will nicht in die Politik gehen. Sie lehnte die Führung der Kongresspartei ab. Einen Tag vor Gandhis Verbrennung suchen die Fahnder nach den Drahtziehern des Attentats. Inzwischen gilt als sicher, Gandhi wurde von einer Attentäterin getötet, die eine Bombe am Körper trug. Als sie Gandhi einen Blumenstrauß überreichte, ging der Sprengsatz hoch. Die Mörderin wurde in Stücke gerissen und konnte...